Shadow of the Tomb Raider wurde von einem kunterbunten und talentierten Team verschiedener Geschlechter, Hintergründe, Ethnien, Religionen und Persönlichkeiten erschaffen. Obwohl dieses Spiel nicht auf wahren Ereignissen basiert und eine erfundene Geschichte erzählt, wurde es dennoch mit der Hilfe von historischen und kulturellen Beratern entwickelt. Diese Vielfalt und Partnerschaften waren entscheidend in der Entstehung der Welt, die sie in Kürze betreten werden. Und da stand dann noch irgendwas. Wieso bin ich immer zu langsam für sowas? Presents in collaboration with Crystal Dynamics. Es gibt keine Fallschirme! Ich weiß! Holy shit, mein Controller hat gerade die ganze Zeit so hardcore durchvibriert. Aber schauen wir uns erstmal zwei Tage zuvor an. Das ist zwei Tage zuvor. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mein Gott, was die alles mitmacht, ist ja unfassbar. Oh shit, wie gut dieses Spiel aussieht. Das Spiel auf einer Xbox One X, by the way. Und ich habe mich gegen eine hohe Auflösung für hohe Framerate entschieden. Sieht trotzdem ziemlich gut aus. Komm schon, Lara. Du kannst es schaffen. Schieb dich da durch. In zwei Tagen wirst du eben im Flugzeug abstürzen. Eigentlich kannst du auch da drin bleiben. Ja, ich wollte euch nochmal hallo und herzlich willkommen hier sagen. Zum neuesten Tomb Raider Spiel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe die anderen beiden Tomb Raider auch gespielt. Durch. Das einzige aus dem Team. Und den Kinofilm gesehen. Der scheiße war. Aber deswegen sehe ich mich in bester Vorbereitung für diesen neuen Teil. Der jetzt für PlayStation 4, Xbox One und PC rauskommt. Und Bein gefixt.
eine uralte Geheimorganisation unter der Leitung eines den Illuminaten ähnlichen Hohen Rates, der schon vor der Geburt Christi existierte. Sie sind fest entschlossen, jegliche antiken Artefakte auf der Welt zu finden und für ihre Zwecke zu nutzen. Ich mache Jagd auf sie, seit ich herausgefunden habe, dass sie meinen Vater getötet haben. Jonah und ich haben seitdem etliche Trinity-Zellen gefunden, aber sämtliche Ruinen und Gräber, die wir entdeckt haben, waren bereits zerstört, abgesehen von denen in Cozumel. Ich muss rausfinden, worauf sie es abgesehen haben und welches Ziel sie verfolgen. Und dann muss ich sie aufhalten. Sehr gut. Schon mal direkt ein bisschen Infos hier am Start. Trinity, das sind die Bösen. Das sind die Killer von Laras Vater. Das sind die, die archäologische Funde nicht so benutzen wollen wie Lara. Denn Lara will sie selbstverständlich in Museen packen. Gut. Was auch immer das hier zu bedeuten hat. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Dominguez, so. Trinity hat also überall in der Welt sogenannte Zellen. Also kleinere Gruppen, die die Umgebung durchforsten nach interessanten Artefakten. Cool sieht das hier aus alles. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Alter, mit dem kaputten Bein, ey, klettert die da hoch. Ich find's witzig, wie damals... Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Ich find's witzig, wie damals, Uncharted 1, da wurde gesagt, Nathan Drake ist ein männlicher Lara Croft. Und dann waren die Spiele so erfolgreich, als Tomb Raider wiederkam, haben die sich ganz schön bei Uncharted wiederum bedient. Ein Geben und Nehmen und im Endeffekt haben wir Spieler den Vorteil, denn wir kriegen geile Spiele. Ich stehe auf so einen Scheiß. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Sag das doch nicht so laut. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Jetzt drück doch den ab! Mein Gott! So schwierig ist das jetzt auch nicht mal eben ein Foto zu machen. Los! Was war das jetzt schon wieder für ein perfides Spiel von Trinity? Komm schon! Hilfe, würde ich da drin immer noch Fotos machen? Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah.
Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Voll geil. Kennst du den Koch? Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Also so Explosionen, Nahtoderfahrungen passieren bei denen so häufig. Da muss dann nicht mehr groß drüber geredet werden. Das ist dann halt einfach so. Ich dachte am Anfang, das wäre so ein Abhörgerät, aber ist gar nicht der Fall. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Jo, cool. Maskenspielchen. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Das soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonas. Achso, ich habe übrigens, das ist vielleicht ganz interessant, was du hier machen kannst. Man kann bei Sprache einstellen, Dialogechtheit. Die meisten Charaktere sprechen in ihrer Muttersprache für ein vertieftes Spielerlebnis. Die meisten Charaktere, die meisten Charaktere sprechen in ihrer gewählten Muttersprache. Ich nehme mal an, ich möchte mal wissen, was sich dann ändert, okay? Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier die Karte an. Cozumel. 0% abgeschlossen, das ist wahrscheinlich dieses kleine Dorf, wir sind hier. Da ist das aktuelle Einsatzziel. Wir werden uns mal ein bisschen umhören. Beispielsweise bei der Dame hier. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Oh je. Ich war als Kind bestimmt genauso unartig. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Okay. Ist das? Wow. Nein. Suchen wir weiter. Ist natürlich ein bisschen weird, wenn wir auf Deutsch dann antworten, man uns alle versteht. Aber Deutsch ist halt so die Sprache, ne? Also. Wo ist der hin? Suchen wir weiter. Ja, wir gucken uns das hier alles mal in Ruhe an, ne? Können wir mit dem kleinen Jungen noch kurz sprechen? Vorher möchte ich hier noch ein bisschen.
La Casa Mexicana. Mire, para mi papá. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ja, für deinen Papa glaube ich auch, oder? Ich mag keine Menschenmengen. Sind dir Sturmwaffen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Ich mag aber auch keine Menschenmengen. Geil ist das nicht. Oh, ich gehe hinter die Theke. Wir werden auch ein bisschen was verkaufen. Oh, warte mal. Oh, geil. Erstmal hier was klauen den. Hier haben wir einen kleinen Behälter mit häufigen Ressourcen rausgeholt. Hallo. Oh, schwarzer Mais. Okay. Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie, Herr. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich kleiner Vogel nannte. Jonah. Wir haben seitdem viel durchgemacht. Und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden. Das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Was für ein dreckiges Foto. Sehr schön. Für die Leute, die die vorigen Teile nicht gespielt haben, jetzt wisst ihr auch, wer Jonah ist. Ich finde den Tag der Toten in Mexiko Verzeihung. Weird. Irgendwie creepy. Da hinten läuft er rum, oder? Oh, was ist hier denn los? Ja, okay, ne? Die Pflanzen waren da bestimmt abgelegt, um irgendwie den Toten zu gedenken. Erstmal snacken. Kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Achtung, ich müsste hier einmal durch, bitte. Kurz zur Seite gehen. Dankeschön. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. In der Tat, das sind hier bestimmt alles Trinity-Leute. Ja, du hast recht. Ich mag, dass man sich das hier alles so angucken kann. Es sieht halt wirklich fantastisch aus. Wieso stehst du da oben drauf und guckst runter? Achso, du unterhältst dich mit dem Dude. Ich dachte, du wärst so ein... Sorry!
Disculpe, señorita. Mein Fehler. Oh, das ist hier creepy alles. Alles creepy. Wie sind die mit dem Kind? Wieso gibt es dafür überhaupt Wachen? Mussten die alle an den Wachen vorbei? Na, gönn du dir erstmal ein Bierchen. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Hat die Ford Kameras? Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Wie die da alle so krass drauf abgehen auf dieses Fest. Oh Gott, hier sind wir ja wirklich... Son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Scheiße. Haben die mich wirklich erkannt? Ich glaube, die haben mich erkannt. Wie kann das sein? Ich trage eine Maske. Ja, was diskutiert ihr hier? Na, ja, geht mich gar nichts an. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Anfang 20 ist die? Holy shit, wie alt war die denn in den vorigen Spielen? Jo, Chiller. Ein bisschen auf Müll chillen. Oye, fuera de mi oficina! Wie bitte? Cierra la puerta al salir. Jawohl. Jawohl. Was habe ich eigentlich... Oh. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Phase Schmase, sag ich immer. Uff. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Schauen wir doch mal ganz kurz auf die Map. Einsatzzielwegweiser. Wenn Überlebensinstinkte aktiv ist, erscheint Einsatzzielwegweiser in der Welt als gelbliche Lichtstrahlen. Lara Croft back in action. Mit dem Bogen am Start. Oder? Ist doch der Bogen. Jawoll. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte! Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Dass die Welt ist, wie sie ist. Keine Zeugen. Nein, bitte, nein! Ah, nee, stimmt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück! Warte, ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Da musste ich mir dann erst kurz durchlesen, was da stand. Aber war nichts so wahnsinnig Relevantes. Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden?
Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Wo ist der Eingang des Tempels? Sag mir erst, wo der Eingang des Tempels ist. Oh Mann, ey, ich hab dich gerettet. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Operation Blackout? Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Also quasi der Battle Royale-Modus von Black Ops 4. Ich snacke hier erstmal einen möglichen Scheiß ab. Das habe ich immer ganz gerne gemacht in den Tomb Raider-Spielen. Weil ich wollte meine Sachen ja auch komplett aufrüsten. Samen aus den rotfeigen Strauchfrüchten wird zum Heilen verwendet. Wir sind da. Und haben kurz und mehr immer noch zu 0% abgeschlossen. Ja, ich überprüfe die Ruinen sofort. Ich sammle hier noch vielleicht Kram ein, Lara. Wie wär's, wenn du dich ein wenig in Geduld üben würdest? Jetzt haben wir nämlich Bergungsgut auch gefunden. Das kann nicht jeder. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Okay, dann wollen wir da doch mal ganz kurz hinklettern. X'Chell und Chak'Chell sind zwei Gesichter derselben Göttin. X'Chell ist die junge Frau, die für Leben und Heilung steht und mit dem Vollmond assoziiert wird. Chak'Chell ist die alte Frau, die für den Tod steht und mit dem Neumond assoziiert wird. Gemeinsam stehen sie für Dualität und den Kreislauf von Leben und Tod. Wie bei König der Löwen. So, jetzt müssen wir erstmal okay, richtig hart einen abseilen. Das Abseilen war erfolgreich, Freunde. Alles gut. Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Könnte man das schon immer mit dem Abseilen? Das wirkt irgendwie neu. Uiuiui. Mach jetzt mal keinen Quatsch, Lara. Da sollen wir dran springen. Ja, dann machen wir das doch mal. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Working on it, Lara. Aber mit dem Abseilen wird jetzt hier schon hardcore gefeatured. Ich schaff das. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Jetzt wieder abseilen. Ein bisschen mehr Schwung. Und... Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Vorher snacke ich mir noch ein paar Pilze. Bevor wir durch dieses Loch kriechen, sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lara bedankt sich ebenfalls hier. Seit Ewigkeit mal wieder ein Singleplayer-LP von mir neu auf dem Channel. Ich freue mich sehr, 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 sehr drauf. Und sage bis bald, bis zur nächsten Folge, die morgen kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein.